Coronavirus, ton ton ton. Es war einmal 1 Million Jahre, als ein glücklicher Planet Erde lebte. Alle Geschäfte haben gearbeitet, alle Schulen auch haben gearbeitet. Kinos und verschiedene Attraktionen waren geöffnet. Die Geldlage war stabil, wie alles andere auch. Aber an einem schönen Tag kam der Covid, wenn es genauer gesagt im Jahr 219 war. Tag ist unbekannt. Alles geschah dank einer netten Person, die sich entschied, eine Fledermaus zu essen. Und er verwandelte sich in einen Batman. Aber er war wie Batman nicht im Begriff, die Welt zu retten. Erscheint sofort Covid, die Leute versuchten es zu vermeiden, scheiterten, aber weil die Covid bereits in fast jeder Ecke waren. Deshalb ist jetzt jeden gezwungen, Masken zu tragen. Alle Menschen wurden mehrere Monate unter Quarantäne gestellt. Alle dachten, die Corona sei verschwunden und verbrachten den ganzen Sommer mit Spaß. Aber kam die zweite Welle der Covid über jede Stadt. Einfach ausgedrückt ging es über den gesamten Planeten, der am Ende wie eine große Covid blieb. Nationale Grenzen wurden geschlossen. Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Schulen geschlossen. Geldprobleme traten auf und Sorgen der Transport wurde eingeschränkt. Einschließlich Flugzeuge. Bum, bum. Fortsetzung folgt. Hergestellt von Letizia Pavlova und Anastasia Mikhailova. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.